Jedenfalls ein Flight, den man nicht jeden Tag sieht. Hallo Leute, da bin ich wieder. Leider erst in der Abendsonne. Ich wäre gerne eine halbe Stunde früher hier gewesen, aber ich habe noch was geplant. Bei einem Café hier in der Nähe würde ich gerne am 17.09. ein kleines Turnier machen. 16 Leute, vielleicht ein Flow-Turnier. Mal gucken, wie wir es machen. Ich werde morgen mal mit Pat sprechen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal den Termin gemacht. Ich habe die Location angeschaut. Zwei Automaten, ganz gemütlich. Schön Bewirtung, bisschen essen, trinken. Schönen Abend machen. Schönes Turnierchen machen. Egal. Wir haben noch ein paar Sachen vor. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja vom Mike Zusatzmaterialien, die ihr mir damals bei der Dartbestellung dazugelegt habt. Danke, Mike. Haben wir uns angeschaut. Und da habe ich noch Videomaterial liegen, das ich noch nicht geschnitten habe. Da waren wir ungefähr hier stehen geblieben. So, was habe ich jetzt hier? Was ist das? Es war ein kleiner Cliffhanger, ja, soweit ich weiß. Aber es ist total harmlos. Eigentlich, ja. Egal, ihr wisst, wie es ist. Jo, wir machen jetzt gleich weiter. Ich will bloß noch kurz sagen, ich hatte gerade einen Brief in der Post, gerade eben, von einem gewissen Lukas Wenig. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber wir schauen da mal rein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe auch keine Message von ihm bekommen. Ich bin gespannt. Hier, von Lukas Wenig. Ah, das ist gar nicht für mich. Das ist für Pat. No! Briefgeheimnis, darf ich gar nicht öffnen. Okay, dann Kommando zurück. Kein neuer Cliffhanger, ich schaue nicht rein. Es ist wahrscheinlich eine Autogrammkarte, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Gutschein oder irgendwas. Pat wird es dann morgen selber auspacken müssen. Jo, dann stürzen wir uns jetzt rein in die restlichen Videominuten, die ich da noch zu verarbeiten habe. Flowliga übrigens, Ticketverkauf, 17 oder 18 Stück schon verkauft in den ersten paar Stunden. Abartig. Also wenn ihr so weitermacht, schaffen wir einen 64er-Plan. Das wäre der Hammer. Das wäre der absolute Hammer. Das wäre die Eskalation. Ich sag's euch, die Eskalation wäre das. Jo, aber 40 Stück wäre schon der Hammer. 64 wäre die Eskalation, ne? Ja, dartzentrum-augsburg.de im Shop gibt's die Tickets. Wenn die weg sind, eskaliere ich eh schon. Aber wenn wir dann noch nachlegen und es werden 64, ja, hab heute mit der Crew telefoniert. Unser Programmierer ist auch wieder am Start. Wir sind super fresh, super vorbereitet. Morgen startet in die Schweiz, wir haben richtig Bock. Und habe auch von Julien gehört, der hat ja eine Story gemacht zu diesem Paket von gestern. Da auch alles positiv. Ganze Darts-Familie, mega geil. Und ich werde euch demnächst, ich sehe sie gerade da liegen, von Wagner-Automaten auch noch die Darts, die ich hier habe. Ich sehe, der Thomas, der pusht gerade seine eigene Linie ein bisschen und ich fühle, dass ich ihn ein bisschen da vernachlässigt habe. Denn ich habe die natürlich auch. Ich habe die noch nicht mal ausgepackt, noch nicht mal getestet. Da werden wir auch mal reinschnuppern. Ja, jetzt habe ich wieder zu viel gequatscht. Muss wieder mehr schneiden, aber ihr werdet es mir verzeihen. Hoffentlich. Jo, macht es cool. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt und ein Abo. Und jetzt kommt der Rest von dem Video. Alter, ich gehe in Reverse. Flowliga 2, das Ticket. Es sind noch 15 da. 25 haben wir verkauft. In nicht mal 24 Stunden. Okay, pass auf. Wenn wir 64 schaffen bis Dienstag. Ich lege dann nochmal welche in den Shop rein. Wenn wir 64 schaffen, rasiere ich mir die Beine. Habe ich das gerade gesagt? Scheiße, das habe ich nicht gesagt. Ich mach's, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Die sind noch jungfräulich. Tut mir bloß nicht weh, ne? Ihr könnt es gerne teilen. Wenn wir 64 schaffen, das wäre historisch. Da würde ich es für machen, aber kein Teilnahmeticket weniger. Ich schwör's euch. Also, bis rauf zur Sacknaht. Ich bin kein Mann, der halbe Sachen macht. Okay. Ja, ich bin da entspannt. Ne? Das ging jetzt zwar hart, aber das waren ja vor allem Teilnehmer, die schon dabei waren. Alles gut, alles gut, alles gut, Simon, alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt gehen wir rein in diesen Rest. Was ist das? Da steht 3M. Das sind, glaube ich, Pollys ineinander gepollert und dann sind da wahrscheinlich. Nö, da sind Schäfte drin. Ich dachte, da sind dann Zieldartspitzen, dass man sagt, die muss man fangen. Ich gehe jetzt mal da rein mit so einer Spitze. Schon habe ich das hochgelockert. Kamera, der Teppich ist nicht so interessant. Alter, dieser Teppich, der macht die Kamera Larry, ne? Die Moronda. Hier, jetzt. Aha, ich habe das auseinandergefriemelt. Und ich finde ein Assortiment. Wenn das ein Invisible ist, lache ich mich kaputt. Das ist ein Invisible. Weil ein Schaft, der kam hier raus und fiel direkt auseinander. Siehst du das? Der ist einfach mal kaputt gefallen hier. Das Ding wurde nicht mal bewegt. Also okay. Qualitativ sage ich dazu gar nichts mehr. Invisible. Unsichtbare Qualität.
Hier ist auch noch ein Stück Invisible. Also das hat, ist kein Zufall, dass der am Wandertag, dass die da komplett zerbrochen sind. Die gehen nämlich auch in der Packung kaputt, wo gar nichts passiert ist. So, und alle anderen, sogar dieser No-Name-Schaft, haben das ohne weiteres überstanden, einfach in einer Packung zu liegen. Unicorn auch. Den Invisible hat es leider erwischt. Ne? Es war auch ziemlich extrem, hier einfach so unbenutzt zu liegen. Da ist er schon mal auseinandergebrochen. So, Nitro Tech. Zwei Stück. In Rot Short. Ach, das ist einfach super, weißt du? Das ist ein Pro-Grip von Harrows. Super-Grip, sorry. Und das meine ich, ne? Pro-Grip von Target, hier auch mit der alten Schrift. Die kommen direkt auch hier in lose Spitzen. Da habe ich auch mal so einen Ersatzschaft. Packung drin gehabt, hier die da. Und ihr seht, die hat ganz schön gelitten. Und da tue ich diese ganzen lose Schäfte rein. Bei den Kids, bei den Jugendlichen, beim Training, bei dem Wandertag. Immer wieder brechen ja auch Schäfte, vor allem die Invisible, aber auch andere. Und dann tue ich die hier einfach auch in diese Tüte rein. Dann kann ich direkt einen ausschrauben. Es muss ja nicht immer genau der gleiche sein, weißt du. Die tue ich auch gleich, so wie sie sind, da dazu. Mega cool. Mega cool, danke Mike. Super geile Ersatzteile. Also das liebe ich komplett. Den Unicorn hat es auch schon erwischt. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sogar der Unicorn hat es überlebt, aber der hat es auch nicht überlebt. Ne? Jungs und Mädels. Okay, das ist auf jeden Fall geil. Die kann man so wegballern. Es gehen ja nicht immer drei Schäfte kaputt, sondern immer nur einer eigentlich. Außer bei Invisible, da gehen auch mal zwei kaputt. Und hier haben wir dann Winmore Prism Force, die ich, wie gesagt, bei Johnny Clayton wohl schon mal gesehen habe. Und dann haben wir hier nochmal Invisible. Und dann haben wir hier nochmal, also es gibt da übrigens auch so eine No-Name-Firma, so einen China-Nachdreher auf Amazon oder was. Da kannst du auch so ähnliches Zeug hier kaufen. Aber meistens sind diese schwarzen mit diesen Eingravierungen hier Unicorn-Schäfte. Aber wie gesagt, es gibt so viel Nachbauten mittlerweile. Es ist nicht mehr exklusiv Unicorn-y. Und dann haben wir hier noch Pro Grip Short Plus 37,5. Kommt ungefähr hin. Schaut gut aus. Mega Packung und müsst ihr euch mal überlegen. Drei, weißt du, da sind jetzt so vier Sets drin oder so. Das sind schon wieder 10 Euro. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was hier noch mit dabei liegt. Und jetzt sind wir noch nicht mal bei dem Hauptbobbel. Das ist nämlich der da. Jetzt habe ich hier noch so Ständerchen. L-Style-Ständer, was mega cool ist, weil da kannst du halt dann die Flights so reinstecken. Kannst du auch vielleicht wahrscheinlich sogar normale Flights reinstecken. Und dann kannst du die so ein bisschen auslegen. Und dann haben wir noch Tütchen. Tütchen sind immer gut. Brauche ich für alles Mögliche. Geil, ne? Mega cool. Ach, mega cool. Mike, vielen, vielen Dank. Mega geile Sachen. Die Spitzen kommen auch gleich hier rein. Da wird einiges verballert immer wieder und taugt mir sehr. Vor allem weiße habe ich, glaube ich. Schau, weiß ist in demand. Also weiß wird gefragt, habe ich gar nicht mehr viele. Das kommt genau recht. Die könnte ich auch da reintun. Sind vielleicht ein bisschen zu, ja, schön in der Packung und gesammelt, um die jetzt da reinzuhauen. Aber kein Problem für mich, ne? So, und jetzt gehe ich mal darüber klettern. Ach. Boah, mein Rücken. So, und jetzt zäumen wir mal den Esel hier von der anderen Seite auf und schauen da mal rein. Ich habe hier ein kleines Zettelchen, denn ich habe nach Jahren der Recherche Sachen rausgefunden. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Einmal. Das ist ein Gabriel Clemens und das ist ein V1, würde ich sagen. Der erste Gaga Flight. Erinnert. Mensch, jetzt war die Karte schon wieder voll. Erinnert so ein bisschen an die 80er Jahre, würde ich sagen. Wir gehen nochmal rein. Irgendwie bin ich heute nicht so zufrieden mit meinem Setup hier. Ach. So, irgendwie flutscht es heute nicht so. Aber egal, wir machen weiter. Der Michi. T-Rex Unterbuchner. Ich würde auch mal sagen, das ist die erste Version. Er hat mittlerweile auch so einen rot-grauen. Ja. Dann hier, der war gar nicht so einfach. Und zwar One Shot, One Kill. Wenn du das eingibst, kriegst du lauter Scharfschützen-Videos. Es ist aber ein Player Flight. Und zwar ist dies Ken Tuzawa. Und ich habe das aufgeschrieben für euch. Ihr könnt die beim Dartsturm zum Beispiel finden. Allerdings glaube ich nicht die Version, sondern eine andere. Hier steht er. Ken Tuzawa. T-O-U. Das sind seine Spielerflights. Und da ist ein Auto, ein Würfel, eine Eule, ein anderer Vogel, ein Mikrofon. Das ist quasi so eine Eulertainment, so ein Entertainer, aber dann als Eule, ein Eulertainer. Meine Güte, ein Phil Taylor, ich weiß es nicht. Jedenfalls ein Flight, den man nicht jeden Tag sieht. Und Mike hat den mal eingepackt. Mega geil. Dann, ach, hier. Gegenstand meiner schlaflosen Nächte. Das ist ein Kranich. Also das sind Kraniche. Könnte sogar mit so einem roten Kopf sein, Rothaupt, wie auch immer, Kranich. Das ist natürlich dieser rote Ball, sag ich mal, ist Japan. Und das müssten auch Kirschblüten oder sowas sein. Und da hinten ist der, hier, Fujiyama oder wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Mila kann lachen und fliegen und über die Berge steigen. Und ja, und da trifft sie Heidi und dann haben sie einen asiatisch-österreichischen Lesben, keine Ahnung was, Abenteuer, Film, Wald, Paradies, Traum.
So, jedenfalls, das ganze Ding spult sich ab in euren Hirnen und währenddessen wissen wir nicht, von wem diese Flights sind. Es sind möglicherweise keine Player Flights, es steht auch nicht drauf Player Flight. Guckst du hier, Player Flight, guckst du hier, nicht Player Flight. Aber ich habe sie auch so nicht gefunden, gar nicht. Nicht mit Kranich, nicht mit Crane, nicht mit gar nichts. Nicht mit Heidi, nicht mit Lesbenporn, mit gar nichts. Also, mit denen müsst ihr so zurechtkommen. Kranich, sehr unschuldiger Flight. Dann haben wir hier einen Flight, den findet man ständig, wenn man den Kranich-Flight sucht. Obwohl es gar kein Kranich ist. Also wenn du Kranich eingibst oder Crane, L-Style-Flights, dann kriegst du ständig die Dinger. Die Dinger sind aber von Matsumoto Arashi. Und es sind Player-Flights. Never give up. Und das Ding ist ein Flamingo. Der ist kein Kranich und auch kein Pelikan. Flamingo Bingo, ne? Hier ist er. Jo, hab euch das auch mal schriftlich festgehalten. Matsumoto Arashi. Ne? Wer das mal machen möchte, sich mal hier arashin lassen möchte. So, dann haben wir einen, da musste man nicht suchen. The Cobra, Player Flight, jede Klassen. Immer dahin, ups, Block. The Black Cobra wäre mir lieber gewesen, aber mein Gott, so ist es halt. Und dann haben wir Lilane. Lilane L-Style Flights, ganz normal. Champagne Ring, not included. Aber geil. Und dann schieben wir mal ein bisschen an. Da kommt nämlich lauter Zeug. Also Wahnsinns, Wahnsinns viel Zeug vom Mike. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich krass. Schaut euch das an. Das sind hunderte Euros. Flights. Und Harrow's Atomic. Ultimate Hexagonal Molecular Structure. Alles klar, Harrow's. Man kann es auch übertreiben mit dem Werbetext hier. Der Text ist fast länger als die ganze Flight-Verpackung. Ne? Irgendwann hast du so einen Text, der geht so bis hier und da unten hängen dann so ein paar Flights noch mit dran. Jedenfalls, die sind tatsächlich so ein bisschen aluminiumig. Ne? Auch wenn die abbrechen oder reißen, die reißen nicht wirklich. Die sind mehr so wie Alufolie. Also so wie dicke Alufolie. Gepresst. Also die sind nicht schlecht, die Flights. Muss man mal gespielt haben. Ich habe sie eine Zeit lang gespielt. Ich war schon zufrieden. Aber wenn du da eine Kante drin hast und es ist halt so eine Alu-Kante, dann fliegt dein Flugzeug halt ganz woanders hin. Ne? Also das habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Kanten hier drin den Flug mehr beeinflussen als bei so konventionellen Flights, wo es vielleicht nicht so viel ausmacht. Carbon, das ist, ja. Man könnte sagen, das gleiche in grün ist aber nicht so. Dann ist eine Tough Rigidized Construction und das ist eine Ultimate Hexagonal Molecular Structure. Also, ja, Harrow's gibt sich da richtig Mühe. Ich finde Harrow's auch richtig geil, muss ich sagen. Und die Carbon habe ich auch schon gespielt. Also, ob die aus Carbon sind, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht ist da Kohlenstoff mit drin. Dann nochmal Carbon. Sind auf jeden Fall schon tough. Also, sind schon gut. Sind schon gut. Ich habe ja auch eine klare Kante in den Darts, von daher. Wobei ich im letzten Ligaspiel nochmal Dartfieber oder Dartfieber mit den Haruki Muramatsu mal gespielt habe. Und da habe ich richtig losgelegt, muss ich sagen. Also vielleicht gewöhne ich mich jetzt gerade spontan mal um. Vapor Z JP Pro Ultra Number 6 Backed Flight. Also Vapor Z. Da ist auch dieses Z. Vapor Z ist ein Dart. Vapor 8 kennt ihr wahrscheinlich in verschiedenen Farben. Hier ist nochmal Carbon. Und da können wir uns mal einen anfassen. Ihr seht, ich mit einer Hand mache den Tüten so auf. Man schiebt die gegeneinander. Und dann kann man gewinnen. Wer das nicht weiß. So, ihr hört es schon beim Rausschmeißen. Hörst du das? Klimpern so ein bisschen. Bisschen wie Pokerfishes. Wurde auch Chips genannt. So, mach mal scharf, Kollegin. Also. Bleistift-Mini hat das nichts zu tun. Ich will den jetzt nicht kaputt reißen mit Absicht, aber ja, Carbon schon mehr als der Atomic. Der Aluminiumt mehr. Das Carbon schon etwas mehr. Stabil sind die beide, also da macht man jetzt nicht viel falsch. Die Atomic oder Carbon hier, die kann man spielen von Harrow's, wenn man möchte. Kein Thema. Spreche jetzt keine Empfehlung dagegen aus oder sowas. Gibt sowas eine Empfehlung dagegen? Mein Gott sei Dank. Ich bin heute wieder fit. Leute. Alter, ein Assortiment. Hier kommt mehr raus, als man denkt, ne? Was ist denn hier los? Also, das ist so ein Target Chrome Smaragd-Ding, aber das ist ein Faker. Das ist bloß das Foto dazu. Das ist er aber gar nicht. Und geil ist auch, dass der hier so eine L-Style-Stanze drin hat für die Sherlock-Caps. Ne? Womit man normale Flights zu L-Style-Flights machen sollen können tun. Hier sind sogar welche dabei. Sherlock, cool. Sherlock-Caps kann man mal so ausprobieren. Wisst ihr, dann machst du diese Kappe rein in so einen normalen Flight quasi. Den stanzt du dir einfach so raus mit der Kollegin. Und dann hast du quasi so einen Fake-Nap L-Style-Flight für Arme sozusagen. Wenn du dir hier diese 8 Euro nicht leisten willst und dann die Champagne-Cap da rein
Dann fake-capst du dich hier ein mit dem Shell-Lock. Ich bin heute nicht zufrieden mit dem Zoom von der Kamera. Die macht einfach nie scharf, ne? Gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder bei 8 Minuten. Ich will nicht wieder die Karte voll haben. Muss mal Gas geben. Unicorn, 1937 gegründet. Von daher auch dieses Dingens hier. Und hier ist so ein typischer Unicorn-Shape. Nämlich hier unten mit der Kante. Ja, die sind hier nicht abgerundet. Das ist auch ein Unicorn, der ist abgerundet. Da sagt ihr euch, hey, was ist denn hier los? Ja, fragt mich nicht, aber da steht Ultra drauf. Also das könnte auch ein Target, nee, Ultrafly. Ja, keine Ahnung, was das hier, aber das ist nicht das typische Unicorn-Shape. Das typische Unicorn-Shape ist hier eckig. Hat hier unten eine Kante. Vielleicht so ein Jubiläumsding, ihr seht es auch hier. Und hier ist mal so ein Ding reingemacht. Hier ist so eine Shell-Lock Cap reingemacht. Und die hat dann so Aussparungen, dass quasi alles hier da drin gefangen ist. Jeder Flügel einzeln, der hat sich rausgemogelt hier. Klack, jetzt ist er wieder drin, siehst du? Daher, er ist da für Arme. Ist nicht gerade perfekt. Genau wie meine Kamera, die ist auch für Arme. Ihr seht auch keinen 90-Grad-Winkel hier. Es tut halt so, als ob es L-Style. Und es ist von L-Style. Alter, was ist das für Sound? Hört ihr das? Wo kommt das Geräusch her? Spinn ich jetzt. Ich habe übrigens was Neues. 20 Cent, 50 Cent. Cool, oder? Das ist alles wie immer. Alter. Na gut. Wir kommen wieder an den Ort zurück. Wetten, jetzt fängt es gleich wieder an. Jetzt, wo ich es nirgendwo gefunden habe, das Geräusch. Ich weiß nicht, was mit meinen Knochen los ist. Jedenfalls haben wir hier Unicorn Mythos. Mythos, der Mythos lebt. Und die sind alle vorgepunzt. Die sind alle für diese Shell-Lock Caps und auch diese Noir sind dafür. Also das ist ganz spezialistisch. Aber es sind drei. Der Mythos ist alleine, ne? Das ist ein bisschen schade für den Mythos. Das sind auch drei. Ein paar Assortiments noch dazu. Ein paar einzelne, hier. Diese Z. Und dann haben wir hier noch Depuls. Und hier ist noch Mythos. Ah, da sind die restlichen, die sind aber nicht gestanzt. Verstehe. Hier, okay. Und ein Wilmore Prism Alpha. Da gibt es ja auch Delta und so weiter. Dann noch ein Carbon, Z und Mythos. Und die Kamera will einfach hier unten scharf stellen und nicht hier oben. Ne? Also ich verzweifle hier am Tracking. Hier seht ihr es nochmal. Alter. Heute geht alles schief, aber ich mache trotzdem mal weiter und haue euch das Video rauf und dann beim nächsten Mal wieder besser. Hey, das gibt's ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich, weil das hier mein Fluch war, weil ich mich zu lange davor gedrückt habe, dieses Video zu machen, was auch mich geistig komplett aufgehalten hat hier in meinem Leben. Wer mich persönlich kennt, der weiß das. So, hier sind diese Carbon. Komm, Kamera, Zoom. Soll ich jetzt manuell zoomen dann, oder was? Emanuel in Tibet hier. So, wir haben nochmal Z-Flights. Und nochmal Z-Flights. Mega geil. Mega geil. Hatte ich den Dart nicht auch schon mal? Und nochmal so eine Depuls-Mudi. Und hier, Harrows Carbon. Schön mit hier für Slotlock-Ringe vorgestanzt. Und hier ist nochmal Unicorn. 1937 blau. Zwei Stück. Also es ist so ein Assortiment. Der Mike hat hier einfach mal einen Haufen Zeug dazu gepackt. Mega cool. Schaut euch das an hier. Da kommt auch immer mehr raus, als man denkt. Das ist der Hammer. Der Hammer. Das hier sind zwei, das hier sind zwei. Also da kann man in die Jugendkiste reinhauen. Das ist wunderbar, ne? Also, finde ich gut. Muss man halt nur zusammensortieren. Und lauter von diesen Sie. Und da ist nochmal die letzte Tüte, die gehe ich mal. Super Simon, voll daneben gefilmt. Die gehe ich mal hier rüber. Juhu, was ist denn da? Was von Target? Ah, Target Trimurti. Ich denke so, bitte was? Ich so, ja, Trimurti. Trimurti, frag mich nicht. Ich weiß nicht, wie wer drei Murtis hat, aber der Flight auf jeden Fall Trimurti. Und dann haben wir noch RVB. Komm, Kamera, mach irgendwas scharf. Dann halte ich es rein. RVB, Target, Raymond. Ach, hier sehen wir es ganz gut. Schau mal. Seht ihr diese Aluminiumi hier? Das Aluminium dann so ein bisschen. Da, wenn es sich verletzt hat. Das Flighto. Da ist es auch mal so verletzt. Dann Aluminium das. Siehst du, und dann macht es so eine Kante. Biegt sich so um quasi, wie so ein Pausenbrot-Döner. Die kannst du dann zurückbiegen, weil es ja Alu quasi ist. Also es ist wie Alu, so fühlt es sich zumindest an. Ja, aber es hat mich dann ein bisschen gestört, wenn da mehrere Kanten reinkommen, weil die dann halt so schon gleich was an der Flugbahn machen vom Gefühl her, weil die halt so hart sind, diese Kanten. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Das ist nochmal Harrow's Marathon und das ist ein Wolfram. Da ist die
Der Wolf Widder, Wolfram. Und das ist nicht vom Infinity, sondern von dem Weißen, vom Wolfram. 97% Tungsten hat der, glaube ich, trotzdem. Wunderschöner Flight. Mega geil. Da ist nochmal der Vapor Z. Und da sind die Carbon im Vergleich. Und ihr seht hier bei dem Carbon hier oben, der hat auch so eine Alu-Verletzung sozusagen. Aber er aluminiumt nicht so sehr. Er carbont mehr. Er fühlt sich mehr kompostierbarer an als das Ding. Das fühlt sich sehr unkompostierbar an. Das metallt ein bisschen mehr und das earthed mehr. Verstehst du, was ich meine? Klar versteht ihr, was ich meine. Ich drücke mich ja mega deutlich aus. Das kann man ja gar nicht falsch verstehen. So, da haben wir die. Das sind lauter Einzelstücke, so wie es aussieht. Oder Zweifachstücke. Dann haben wir hier noch einen geilen Kollege. Yeah. Geiler Kollege. Das könnte irgendwas von Short sein. So ein Blödsinn macht nur Short eigentlich. Beziehungsweise so geile Flights, die mit Motiv sind und was zu tun haben und sowas. Da unten steht jetzt auch Shot. Das könnte jetzt irgendwie Aztec oder irgendwas sein. Da werden sie schon irgendwas gemacht haben. Klassischer Shot-Action-Kollege hier. Harrow's Plexus, den Dart haben wir neulich gehabt. Hier sind die Flights dazu. Im letzten Video, beim letzten Video hier auf dem Kanal, ist der Harrow's Plexus, der Dart. Könnt ihr euch gleich mal reinziehen. So, das gibt einen Dreier. Und ansonsten auch schon Einzelteile. Also hier hast du zwei. Das sind aber drei. Die können gleich auf dem Setup, die sind schon ein bisschen angeballert. Das ist wunderbar, ist mega geil. Danke Mike, echt mega geil. Dann habe ich hier zwei Gary, die Action, ein Harrow Super Grip. Da verschiedene dazu. So, kriegt man keinen dritten Sam, aber hier von dem Gesicht. Den Gesicht haben wir einmal, nee, zweimal, nee, dreimal. Guck mal, der Gesicht geht auch zusammen. Wunderbar. Und verschiedene Carbon, verschiedene Farben. Sehen auch geil aus, ein Amazon. Passt perfekt. Die Kollegin. Und die, jo, und dann haben wir ein Assortiment. Und da haben wir noch eine Nadel. Warum auch immer, es ist eine Nadel. Und jetzt zeige ich euch ganz kurz, wo ich die Sachen hier, wo noch drei sind, wo noch perfekt gehen, hin tue. Nämlich, hier sind ein paar Lücken offen. Und Mike, wenn du nichts dagegen hast, dann schließe ich die jetzt mit deinen Sachen. Und mach hier von den Schäften und Flights von dir hier wieder ein paar neue Setups, die ich da rein tue. Das wäre doch was ganz Geiles, vor allem Mission-Schäfte. Mission-Schäfte habe ich überhaupt noch nicht an der Setup-Wand. Und hier dieses Shell-Lock habe ich auch noch nicht an der Setup-Wand. Also da würde ich gleich mal was machen. Die Carbon auch. Die Carbon hier würde ich auch gleich da reinmachen. Also das passt doch eigentlich ganz geil. Mike, schaut euch das an. Leute, Mike, vielen, vielen Dank. Ich weiß, wir haben am 20.11. oder so zuletzt gequatscht. Das ist ein paar Monate her. Und jetzt habe ich die Bude endlich geschafft. Und ja, habe mir schon, sag ich mal, jetzt auch eine Last vom Herz geschaufelt. Das sagt man zwar nicht so, aber ich bin heute nicht so geil. Habt ihr schon gemerkt. Muss mein Töchterchen jetzt abholen, der hat ihr Zeugnis bekommen und dann habe ich noch einiges zu tun. Die nächsten drei Tage bin ich voll unter Spannung. Jedenfalls Mike, vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Sachen. Leute, sorry für das mega verplante, vergondelte Video. Nächstes Mal wird besser, kann nur besser werden. Und jetzt habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde gefilmt, wieder die Karte zweimal voll. Ich weiß gar nicht, wie ich die schneiden soll. Ich schaue es mir dann an. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr nicht so verplant seid und einen schönen Tag habt. Jo, das war das Video. Vielen Dank. Macht es gut. Tschüssi.